Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. So, weiter geht's. Gegner? Dachte ich mir. Was ist denn das für eine schöne Truhe? Einfach eine normale Seelentruhe? Nee, ne? Doch. Einfach eine verdammt normale Seelentruhe. Ja, nimm dies und das und nimm dies und das und nimm dies und das 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 und das. Wisst ihr was? Ihr seid langweilig. Hä? Achso, da wo. Der wurde aber weggeschleudert. Alter, das ist nicht fett. Schluss mit lustig jetzt hier. So. Bam. Und nochmal bam. Und tot. Da geht's nicht weiter. Gut. Ach, Flugviecher, cool. Da kann ich wieder 10.000 Mal meinen Finishing Move einfach einsetzen. Das ist geil. Darauf stehe ich. So. Finishing Move. Yeah. Und rein da. Und blutig und blutig. Und nochmal. Bam's euch. Lieber einfach diese Fledermäuse. Denn die sind eigentlich am leichtesten, ehrlich gesagt. Ich frage mich nebenbei, was das für ein. Hä, was ist denn hier los? Okay. Da ist dieses Nutzen von Chronosphäre, hä? Okay, Chronosphäre bewahren die Kraft, die man braucht, um die Zeit zu verlangsamen. Benutzen Sie die Kreuzklinge, um Chronosphären aus der Ferne zu aktivieren. Verlangsamen Sie die Zeit, um Gefahren zu entkommen oder Rätsel zu lösen. Okay. Betätigen wir einfach mal den Hebel hier. Mal gucken, was passiert. Ah, ich weiß schon. Und dann geht es nach einer Zeit zu und ich muss die Chronosphäre benutzen. Genau. War er sowas von klar. So. Zeit verlangsamen. Boah, sieht das geil aus. Matrix Action. Okay. Ich hatte es schon. Polter denn sofort wieder richtig runter. Was es jetzt gerade getan hat. Wisst ihr was? Da so viele Sachen hier rumliegen, kann ich doch einfach mal verwenden. Wie schaut's aus? Macht das Spaß? Macht das Spaß? Ah, er will explodieren. Oh, Hilfe! Böser, böser Typ. So, aus dem Kampfmodus raus. Was bewirkt der Hebel? Wahrscheinlich wieder, dass das Tor aufgeht, würde ich schätzen. Ja. Okay, hat sich erledigt. Und bumm. Also darunter will ich lieber nicht sein. Dann bin ich Matsch. Wurde da in zwei geteilt. Naja. Ich frage mich überhaupt, wie ich da zurückkommen soll. Wegen der Chronosphäre habe ich da jedenfalls nicht so wirklich gerade noch gesehen. Na egal. Da sind wieder ein paar Seelen. Muss ich hier eigentlich lang? Ja, ich muss hier lang, denn da kann ich wieder hochklettern. Zack, zack, zack. Und hier rüber. Genau. Ah, was zu verkaufen für den alten Vulcrim. Da wird er sich freuen, die alte Socke. Da wird sich die Socke freuen. So, kommen hier gleich wieder ein paar Low-Zombies oder kriege ich mal wieder richtige Gegner? Was ist denn das? Das sind neue Fledermäuse anscheinend. Kann ich die so bekämpfen wie normal auch mit den aktionsderben Teil irgendwie oder sind die... Doch, kann ich so machen. Aber da sie ja jetzt eher auf Distanz gehen, denn die schießen so eine Kügelchen, ist es halt ein bisschen schwieriger, die zu treffen, möchte ich meinen. So. Gut. Bams ausgewichen. Und bababam, bababam. Hallöchen. Oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich mit diesen Low-Zombies zu klopfen. Die bringen nicht so viel wirklich Seelen und so oder so sind sie einfach nur low. Sind langweilig. Mit denen würde ich mich schon eher kloppen. Na hallöchen, dann kommt mal hier zum Spielen. Ja, da bin ich, da bin ich, da bin ich. So, so, so. Oh, 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 oh. Und gleich kann ich den Finishing Move machen? Nö. Hab den schon vorher gekillt. Jetzt, dass ich den Finishing Move anwenden kann. Aber jetzt. Und ein... Nee, kein neuer Finishing Move. Den Finishing Move finde ich immer noch am geilsten.
den ich gerade gemacht habe, ehrlich gesagt. So, so, so. Zack. Und den noch hinterher. Und ein Finishing Move. Natürlich, natürlich, natürlich. In die Fresse. Aber derbe hier. So. Zack, zack, zack. Zack. Hey, wo willst du denn hin? Naja, okay. Der wollte wohl einen Freiflug machen. Und da ist wieder so ein Gegenstand, den ich wieder den ollen Wohlgrippen geben kann. Wieder mal für extra sehen. Was ist das eigentlich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hallo? Das sieht aus wie so ein Amboss oder so. Na, keine Ahnung. Irgendwas kann ich damit sicher machen, aber ich weiß noch gar nicht mal was und überhaupt habe ich sicher noch nicht mal die Fähigkeit, die ich dafür brauche. Auf jeden Fall ein neuer Gesundheitskern. Stück das Lebensstein, genau. So, da geht's runter. Moment, ich guck mal kurz auf die Karte. Was sagt mein gelber Punkt? Der sagt, ich soll da lang. Aber ich gehe mal da lang. Denn erstens ist da wieder eine Wohlcreme-Position. Und zweitens... Komme ich hier überhaupt drüber? Ich glaube schon. Und überhaupt sind vielleicht ein paar Seelen da oder so. Eine neue Wohlcreme-Position, genau, dachte ich mir. So, Kollege, das Artefakt forschen, danke, beziehungsweise die zwei, danke schön. Schwerthaken, aha. Achso, das erhöht nur die Reichweite, okay. Meteorschlag, Wirbelwind, Dämonenschneide. Sowohl Krieg als auch die Feinde in die Luft befördert. Also, ich meine, das hört sich ja alles geil an und die Attacken sind sicher auch geil, aber so viele Attacken werde ich eh nicht benutzen, wegen, ist halt einfach so. Tets Rache, VSD, linke Umschalttaste und dann so ein gesprungener Kreissägenangriff, okay, das hört sich geil an, aber naja, was soll's. Ein wilder Angriff mit mehreren Treffern. Tets Rage. Ist es linke Umschalttaste und, oh ne, den hab ich schon noch nicht. Ich dachte, es wäre dieser Kreisdingensangriff stumm geschossen. Multiklinge lässt die geworfene Kreuzklinge von Gegner zu Gegner abprallen. Ich glaube mir, ich kaufe mir so eine Multiklinge. Der alte Wulgrim hat etwas Neues. Erhöht die Anzahl der möglichen Multiklingenangriffe mit der Kreuzklinge. Ja. Ich glaube, das ist schön. So eine Sache. Muss ich die jetzt irgendwie da reinwappen oder? Gegrüßt. Moment. Hä? Moment. Ach, da kann ich das nicht auswählen. Und zwar kann ich das... Da ist die Kreuzklinge. Aber ich glaube, das ist schon ausgewählt. Anscheinend. Also muss ich keine... Sachen noch anklicken oder so, damit das ausgewählt ist. Ich glaube, das ist jetzt so passivmäßig, sage ich mal, aktiviert. Also jetzt kann ich da wieder zurück. So. Gut. Und hier hoch. So. Wegen die Kreuzklinge benutze ich ja auch oft und von daher ist es auch eigentlich, ja, sage ich mal, ein bisschen sinnvoll, die zu nehmen, die Fähigkeit. So, trage ich mal ein bisschen den Van mit. Denn da sind wieder ein paar Viecher. Na, na. Bärms in die Fresse. Da ist er schon down. Kannst du mal sehen. Aber ich glaube, der wurde auch so schnell down, nur wegen des explodierenden Autos, was ich darauf gefeuert habe. Naja, was soll's. Jetzt bin ich mal gespannt mit der Kreuzklinge. Also wirklich? Bringt tut es ja doch nicht, glaube ich. Was ich da gemacht habe. Autsch. Tut weh. Lass mich in Ruhe. Ah, finde ich genug. Hab schon mich gewundert, wann das denn hier losgeht.
jetzt down. Super. Aber er meinte doch, das springt denn zu Klinge zu Klinge. Ich schaue mir gleich nochmal Dingens an, was ich mir gekauft habe. Irgendwo muss es ja stehen. Dass man vielleicht eine andere Tastenkombination drücken muss oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Passive Fähigkeiten. Das ist das, genau. Das sind die Pistolen. Das ist Chronomat, Block, Chaos, Gestalt, Schattenflug. Okay. Gut. Chaosfresser. Bruchstück Zornkern. Luftangriff, Krafthaken. Ja, und wie kann man sich diese Attacke angucken? Ist ein bisschen doof. Nee, habe ich ja gerade nicht an eigentlich, den Handschuh. Beziehungsweise aktiv. Achso, nee, der ist ja das. Das ist ja keine, Dingens. Distanzwaffe, stimmt. Ja, da war ja was. Ja, toll, aber wo ist das Teil, was ich mir gekauft habe? Ich möchte wissen, wie man die Attacke aktiviert oder so. Wegen mehreren nehmen. Hat er es gerade gemacht? Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Und so, was ist das? Da ist wieder so ein Zungenteil. Ich glaube, das muss ich einfach zerhauen. Genau. Und wegschieben oder was kann ich damit machen? Ne, das ist einfach nur da und freut sich ein Keks. Habe ich nicht das die Zunge gerade weggehauen? Moment, warte mal. Wisst ihr was? Was passiert, wenn ich das kaputt mache? Was ist das eigentlich? Anscheinend nichts. Okay. Dann erstmal das hier. Sind wir denn jetzt tot? Oder kommt die gleich wieder raus? Hä? Verarschen? Was ist das in der Ruhe? Meins. Kommt die jetzt schon? Kommt schon wieder raus. Aber was kann ich denn damit machen? Das ah, okay. Moment. Wie komme ich hier hoch? Einfach so, ja? Rüber oder? Nee, da rüber. Nee. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Also von da jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich würde es aber gerne wissen. Okay, ist jetzt gerade ein bisschen, ja. Was soll man sagen? Passiert, wenn ich das einfach zum Explodieren bringe? Gar nichts. Da sind drei Kügelchen. Zu den Kügelchen. Oh, da ist sogar noch eine Tour. Kein Show, kein Show, kein Show. Ich muss da hochkommen. Warte mal kurz. Ah, jetzt, okay, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Moment, Leute, das haben wir jetzt gleich. Moment. Schaut mal, ob es da klappt. Auf der anderen Seite klappt es auf jeden Fall. So, Moment. Erstmal warten, bis das Vieh sagt wieder. Oh, lecker. Truhe. Lecker, yum, yum. Und. So. Babam. Gut. Und was ist in der Truhe drinne? Blutbad. Krieg wird mehr und mehr von Hass erfüllt und generiert noch schneller Chaos. Ach, lecker, ja, ja, klar. Yam, yam, leck mich am Arsch, das ist ja geil. Was ist denn das für eine Sache? Ich hoffe, das ist eine einmalige Sache, oder? Was ist das genau? Da ist es. Blutbad. Ah, geil, das ist... Oh, geil. Hammer, 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 Hammer. Ja, zuweisen, hier, komm. Nette Attacke, lecker, lecker. So, Kollege. Du kannst gleich nochmal. Nee, da nicht. Genau da. Du kannst gleich nochmal runterkommen. Und kannst das gleich wieder ansaugen, denn ich muss dann wieder darüber. Komm mal rein. Aufzug. Hallo. Aufzug. Dankeschön. Genau so sieht's aus. So. Ich würde aber sagen, bevor es weitergeht, beende ich erstmal hier und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Darksiders wieder. Tschüss.